Wir sind live. Ja, willkommen zu einem kleinen Spät-Abends-Nachts-Stream Call of Duty Warzone. Das Season 4 Midway Update ist durch. Und ja, sie haben einige Sachen angepasst. Gab natürlich auch wieder ein oder zwei Bugs. Das Royal and Cross Vierfach haben sie inzwischen auch wieder genervt für die C58. Das heißt, das Spiel sollte wieder halbwegs ausgeglichen sein. Alright. Gute Zone, ich bin großer Freund von Summit. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Einsteiger, den kürzesten Flugweg hat man, wenn man das Ziel nicht direkt überfliegt, indem man das Lot über die Waffenstationen der Milmi fällt. Also den Heli von der Seite angucken. Wenn dann das Ziel genau auf der Mitte des Hubschraubers ist, dann hat man die kürzeste Flugstrecke. Jeder, der schon mal ein paar Runden Warzone gespielt hat, kennt das. Und jetzt kommt noch einer rein. Mit etwas Glück von der Firetown gewartet. Ist das schon mal da? Er tut mir fast ein bisschen leid. Aber auch nur fast. Habe ich den doch da gerade selbst machen? Doch, ist gut. Ist noch. Ah, der hat das Kopfgeld angenommen, das ich eigentlich gerne haben wollte. Ansonsten Summit, weil es natürlich immer so ein an sich recht klar abgegrenztes Gebiet ist. Sie haben wohl. Jetzt gucke ich, sehe jetzt gerade keinen Heli auf der Map, weil bei Rebirth Research, bei Resurgence Verdansk waren die Hubschrauber mit am Start. Ist die Frage, ob sie die rausgenommen haben oder ob sie die. Ob jetzt nur gerade keine auf der Map zu sehen sind, weil das Icon ist noch da. Heute ohne Sniper unterwegs. Eigentlich ich schon die ganzen letzten Tage. Weil ich diese LC-10 schon brutal feier. Das ist ein Box. Und ich habe heute schon mal nach dem Patch gespielt, der das Royal and Cross wieder in seine Schranken verwiesen hat, sage ich mal. Aber die Waffe wurde nicht kaputt genervt. Also im Gegenteil, sie ist immer noch sehr stark. Ja, ich suche gerade einen Weg, da hochzukommen, ohne da mit dem Schirm hinfliegen zu müssen. Allerdings scheint mir das, glaube ich, gerade tatsächlich verwehrt zu sein. Nein, keine Chance. Der Kasten hier ist kein physisches Objekt, der ist nur animiert. Da oben liegt nämlich noch Geld drauf, für die, die es nicht gesehen haben.
genauso wie hier. Das ist uncool. Das ist uncool. Nur mal überlegen, ich hätte vorhin mal eine Recon Drone gesehen, die aber liegen gelassen. So, vom Aufklärungsradius her muss der irgendwo hier oben sein. Wo ist denn der Kollege? Alright. Aus aus meiner Lobby, Alter. Also die ersten Schüsse gingen ein bisschen daneben, aber was glaubt er denn, was passiert, wenn er da oben mit hier der DMR auf mich schießt? So, jetzt gucken wir mal, was der hatte. Loadouts fallen 2. Dabei muss ich jetzt eigentlich sagen, dass das aber tatsächlich mit dran liegen könnte, dass der hier oben erst gerade eben gestorben ist. Der Loadout-Drop wird kurz bevor das Loadout selber fällt schon festgemacht. Also könnte der tatsächlich von dem Kollegen hier oben stammen. Warum schießt der denn da unten rum? Was machst du denn, Junge? Was macht er denn da, Bitchen? Will er sich gleich ein Schild umhängen, hä? Jetzt sehen wir hier wieder den Unterschied zwischen, den normalen Solos und den Resurgence oder Rebuys. Der zweite Kreis ist noch nicht kollabiert und wir sehen es oben rechts, 43 Spieler noch am Leben. Jetzt wird wieder für 2 Zonen ungefähr vermutlich nichts passieren. Und dann fetzen sich wieder, die sind oben auf dem Dach. Dann fetzen sich wieder alle, wenn es zum Ende hingeht. Da muss man sagen, da war bei Resurgence der große, wirklich, wirklich große Vorteil, dass die Leute wieder zurückgekommen sind. Oder sind die doch nicht auf dem Dach, sind die eher hier? Da ist hier hinten einer, genau. Ich sage es, wie es ist. Bei 37 Spielern und der Position in der Zone, so einem, sagen wir mal, exponierten Gelände, ist es jetzt natürlich etwas, wo jetzt vermutlich nicht viel passieren wird in nächster Zeit. Aber wenn man dieses Spiel hier auf Win spielt, oder auf möglichst weit kommen, weil Win ist immer so ein großes Wort, dann ist man hiermit definitiv gut beraten. Gas is closing in. Relocating the safe zone. So. Und jetzt haben wir hier den Vorteil, hier hinten ist noch ein... Got a vehicle here. Noch ein Truck. Truck fürs Mid-Game, Late-Game. Sonst gehört die Gondel vor der Nase davon gefahren. Worauf ich auch immer achte, deswegen der Blick gerade da hinten. Die Türen sind zu, die Fenster sind alle ganz. Vor allen Dingen in der Last, in der Hast des Lootens. Interessiert es viele Spieler dann nicht, ob zum Beispiel die Türen zugeblieben sind, ob sie jetzt durch ein Fenster gehen oder irgendwas. Wir haben einen Haufen Kohle, das ist ein Kaufen wir hier ein neues. Wenn ich jetzt noch auf schnell in dem Gebäude ein Trophy finde. Hm.
das Ganze richtig gut. So, und hier sieht man jetzt, hier oben ist die Fensterscheibe kaputt, da ist die Tür offen. Hier ist schon jemand gewesen. Ist der Trophy gespawnt? Nein, glaube ich nicht. Ist wieder jemand gestorben? Haus sehe ich niemanden. Plattenbox, ich brauche keine Munition, das heißt, mit dem lohnt sich jetzt auch nicht. Was tatsächlich ein bisschen gefährlich aktuell ist für Fahrzeuge ohne Trophy, C4 ist wieder sehr mächtig geworden. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich könnte jetzt auf das Hotel. Ja, sehen Sie, speaking from it, hinter uns ist er. Ist eine Rose. Da war ich zum Glück richtig schnell drauf, auf dem Kopf. Weil an sich war der Push so semi-gut. So, und jetzt haben wir hier den nächsten Punkt. Unser Truck ist jetzt low-life. Unten schießt gerade einer unsilenced. Ich würde jetzt versuchen, den irgendwie in der 3D-Ansicht zu sehen. Aber das nächste Ding, das unseren Truck trifft und irgendwie ein bisschen explosiv ist, tötet uns. Die Rose habe ich auch gerade nur mit dem Truck gepusht, weil sie keine Anstalten gemacht hat, ein zweites C4 zu werfen. Zweite Mine, und ich glaube, ja, das ist ein C4, weil ich das bei uns im Wettergeräusch nicht gehört habe. Das hier, dieses Fenster übersehen gerne Leute. Be advised, UAV is bingo fuel. Da oben schießt er nämlich raus. Ehrlich zu sein, dieses Fenster hier ist einfach abartig fies. Enemy UAV overhead. Drohne über uns, die sieht uns nicht. Sorry, aber so wie du gehustet hast, mein Freund, hattest du gar kein Leben mehr. Jetzt müssen wir den Truck eigentlich nochmal benutzen. Das ist jetzt scheiße. Jetzt müssen wir A, richtig weit, B, wir haben keinen Trophy, C, unser Truck ist schon super low. Zwei Leute easy durch das Fenster abgestaubt. Interessant fand ich auch die Tatsache, dass der Stone gerade aussah. Requesting Recon. UAV entering the AO. Aus einem Horrorfilm. Wir haben hier einen. Könnte sich entweder mit Hotel verziehen. Ich würde vielleicht tatsächlich versuchen, einfach schnell auf der Straße lang zu kommen. Jetzt hier rechts hochzufahren. Oder auch nicht. Turn the left, keep the pressure on. Den hab ich gehört.
Das war es mir wert, dafür die Gasmaske ein bisschen zu verbrennen. Ich gehe jetzt spät mit der Zone. Wir haben links noch den Scharfschützen, den ich nicht pieken möchte. Es sind noch vier andere am Leben. Sobald sich das Gas bewegt, poppe ich nochmal mein UAV. Und dann sehen wir nochmal weiter. Adam, this way. Den hier und einen von dem Haus da unten. Einer schießt hier. Er ist im Gas. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Seine Gasmaske verbraucht. Ist tot. Gas is moving in. New safe zone located. Genau davor habe ich mich eigentlich gerade gesichtet. Schon wieder. Alter, wie viele Platten hast denn du eigentlich? Oh, das ist sogar der letzte. Shake it off. Gas is moving. Holla die Waldfee. Die Sicht ins Gas ist so beschissen. Er hat klug versucht, er hat versucht, das Gasplay zu ziehen. Aber ich habe ihn A gehört und B, ich konnte das nicht so lange aushalten. Ich dachte mich eigentlich, er geht auch früher. Aber meine Gasmaske war schon angebrochen. Das heißt, ich hätte es nicht so lange aussitzen können. Wenn er Totenstille gehabt hätte, wäre ich vermutlich tot gewesen. Aber ja. So, let's go. GG guys, nice final. Okay, niemand mag mich, niemand redet mit mir. Ja, 11 Kills ist in Ordnung, zweistellig. Ja, also wie schon gesagt, ich spiele so, dass man letztendlich hinten raus irgendwo gut noch ankommt. Das Finale war jetzt spannend, es war sehr spannend. Er hatte auch gut Platten. Vielleicht sich mal in der Box gelegt oder so, aber ja, kann man machen. War eine gute Runde. Ach ja, Lord of Guides sei hier noch ganz kurz. Womit wir heute gespielt haben, C58, Agency, Task Force, Feldagenten, Starlag 55 Schuss. Optionsweise geht auch 45, gibt sich nicht viel. Man hat hier ein bisschen weniger, also geht der Reload schneller. Meinen Augen ist aber der Reload an der Waffe so schnell, dass sich das nichts macht. Und vor allen Dingen in Mehrspieler-Modi, Duos, Trios, Quads, können die 10 Schuss mehr schon nochmal den Ausschlag geben. Oder wenn man ein Fahrzeug beamt. Genau, ansonsten Royal und Cross vierfach,
Hatte ich ursprünglich ausgerüstet wegen dieses Recoil-Bugs, den sie jetzt ja gefixt haben, aber finde ich, tut sich auf der Waffe trotzdem sehr gut. Genau. Das hierzu LC10, 5 mW, auch hier Taskforce, Agency, rote Zelle, Standard 55 Schuss. Es hat. Sekunde mal. Also für die, die es vorher mal nicht so gesehen haben, ich kann es jetzt hier, kann ich es hier vernünftig zeigen? Ich glaube nicht. Es hat sehr gute Iron Sights. Hier oben ganz schmales Korn. Die Nahkampfkimme ist offen, das heißt, man sieht sehr gut durch. Und es schaut gut aus. Spaß beiseite. Natürlich kann man auch jede andere Maschinenpistole mitnehmen. Ich habe es mit der MP5 letztens mal wieder probiert. Muss aber sagen, ich habe irgendwie zu viele Kämpfe gegen Cold War-Waffen damit verloren im Nahkampf. MP7 leider auch. Grigori bei uns schwört auf die MP7. Ansonsten spiele ich halt mit Termits dann. Ich habe hier immer Quickfix ausgerüstet. Weil ich ganz ehrlich sage, ich merke vom blauen Perk sehr wenig. KRD lohnt sich irgendwie zu selten. Dazu werde ich irgendwie nicht oft genug angesprengt. Natürlich Overkill amt für den schnelleren Waffenwechsel. Ist bei so einem langsamen und großvisierigen Sturmgewehr schon eher wichtig. Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, folgt gerne dem Twitch-Kanal. Hin und wieder streame ich mal, aber hauptsächlich bei uns unsere Sachen auf YouTube. Viele Warzone-Folgen. Ja, dann eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Haut's rein.